Hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich würde sagen, dass wir jetzt loslegen. Und zunächst einmal heiße ich nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar bezüglich der Analysefunktionalitäten, die der DocuPerformer im Hinblick auf die Housekeeping-Funktionalitäten anbietet. Und wir von Bluetelligence sind ja fast schon bekannt dafür, dass wir uns um Themen kümmern, die jetzt vielleicht auf der Beliebtheitsskala eher weiter unten rangieren, beispielsweise das eher unbeliebtere Thema Dokumentation, was ja immer sehr aufwendig ist. Und heute geht es auch nochmal um ein etwas unbeliebteres Thema, nämlich um das Thema Aufräumen. Das macht man zu Hause nicht allzu gerne und im SAP-System macht es auch nicht allzu viel Spaß. Denn jedes SAP-System, das über einen sehr langen Zeitraum produktiv im Einsatz war, bei diesem System ist das Thema Housekeeping, spielt das Thema Housekeeping eine wirklich sehr relevante Rolle. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, inwiefern der DocuPerformer Ihnen zumindest bei der Identifikation unnötiger Objekte und auch bei der Verifizierung, ob diese Objekte irgendwelche Abhängigkeiten haben und ob sie wirklich gelöscht werden können. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das möglich ist im DocuPerformer. Zusätzlich möchte ich Ihnen auch zeigen, wie Sie gleichzeitig eine Dokumentation erstellen können, wie Sie Ihr Housekeeping-Projekt mit dem DocuPerformer dokumentieren können und auch hier wieder die Ganzheitlichkeit des Tools und das Zusammenspiel der einzelnen Module nochmal Ihnen präsentieren. Das heißt zunächst einmal, mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite im Produktmanagement vom DocuPerformer und ich werde Sie heute durch die Präsentation leiten. Als nächstes werde ich Ihnen einen kleinen, ganz kurzen Überblick geben, einfach nur damit Sie alles einordnen können, worüber ich rede und welche Module und Komponenten wir unterstützen. Das zeige ich Ihnen dann auch im zweiten Punkt. Dann komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich zum Analysemodul und werde Ihnen dann nochmal die Housekeeping-Funktion zeigen und die Funktion hinsichtlich der Abhängigkeiten, die Gründe, die Schwierigkeiten, die Lösung mit dem DocuPerformer beziehungsweise die Unterstützung mit dem DocuPerformer und dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Am Ende werde ich Ihnen auf jeden Fall nochmal dann ein paar Worte mitgeben, bezüglich noch weiterer Informationen, wie zum Beispiel, wo Sie Informationen finden können. Gut, das dann das Organisatorische. Steigen wir dann ein in den inhaltlichen Teil dieser Präsentation. Zunächst einmal nochmal ganz im Allgemeinen. Die Komponenten, die wir unterstützen, das ist SAP BW bis 7.5 und auch BW S/4HANA. Dort unterstützen wir die Workbench-Elemente, Business Explorer, ABAP-Objekte und auch die BW On-HANA-Objekte, wie beispielsweise ADSOs oder HANA Composite Provider. Wir unterstützen SAP BO, dort Analysis for Office, Design Studio, Web Intelligence und Lumira. SAP HANA unterstützen wir auch, sehr viele Objekte, Analytical Views, Attribute Views, die Security-Objekte wie Roles und User. Und zu guter Letzt haben wir dann noch SAP BPC. Dort unterstützen wir seit dem letzten Release auch 11.0 Standard und die hier aufgelisteten Objekttypen. Genau, in all diesen Modulen haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Aktionen durchzuführen mit Hilfe der Module. Die Module, das sind Dokumentation, die Möglichkeit, technische Dokumentation automatisiert zu erstellen. Gleichzeitig die Kommentierung. Mit der Kommentierung können wir Objekte, fachliches Wissen und weitere Informationen an das Objekt hängen, direkt, und diese Kommentare werden anschließend auch mit ausgegeben in der Dokumentation. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, Projektdokumentation zu erstellen, Applikationen zu dokumentieren, indem wir Szenarien aufbauen. Dazu hatte ich bereits ein Webinar vor 2 Wochen. Das finden Sie auch auf YouTube, wenn Sie da sagen, okay, das interessiert mich. Und ich werde auch das Thema Szenario auch in diesem Webinar nochmal anschneiden und das wird auch ein Teil meines Anwendungsfalls sein. Dann die Analyse, darüber reden wir gleich nochmal. Und die Modellierung, mit der Modellierung haben Sie die Möglichkeit, Objekte zu importieren, im DocuPerformer zu bearbeiten, die Objekte in einen neuen Namensraum zu bringen und anschließend die Objekte in ein neues System oder in das gleiche System zu exportieren. Vor allem hilfreich, wenn Sie eine BW4HANA-Migration durchführen, da unterstützt Sie das Tool auch sehr. Und auch hier können Sie Videos auf unserem YouTube-Channel finden, wo wir solch einen Anwendungsfall durchgehen. Wir sprechen heute vor allem über die Analyse, auch ein bisschen über die Kommentierung. Das wird auch zwischendurch mal Thema sein, aber jetzt erstmal die Analyse. Zunächst einmal, wie gesagt, das ist ein Modul vom DocuPerformer und dieses Modul unterstützt Sie im SAP Business Analytics Umfeld. Unterstützt Sie vor allem bei Tätigkeiten, die so im Alltag anfallen, im Business Analytics Umfeld.
Und dort bieten wir Funktionen für BW, BOANA und BPC. Es sind zahlreiche hilfreiche Funktionen inzwischen, die Sie in Projekten unterstützen, bei Change Requests, im Betrieb, bei der Wartung, vor allem dabei im Application Management. Und was passieren soll, ist einfach nur, dass wir die aufwendigen Analysen und Verwendungsnachweise, die manuell wirklich sehr viel Zeit erfordern, dass diese einfach auf Knopfdruck durchgeführt werden können, sodass zeitkritische Aufgaben einfach effizienter gestaltet werden können. Und wir unterstützen all diese Funktionen, können auch komponentenübergreifend und systemübergreifend durchgeführt werden. Und das heißt, Sie können beispielsweise Objekte analysieren und systemübergreifend vergleichen. Sie können Impact-Analysen durchführen, Sie können Housekeeping-Funktionalitäten durchführen, und das ist vor allem das heutige Thema, nämlich die Housekeeping-Funktionalitäten. Bei den Housekeeping-Funktionalitäten schauen wir uns vor allem an, wie wir die unnötigen oder irrelevanten Objekte identifizieren können. Aber bevor wir damit starten, nochmal ganz kurz ein kleiner theoretischer Teil: Warum ist es überhaupt notwendig, Housekeeping zu betreiben? Und zunächst einmal gibt es viele Gründe, um Housekeeping durchzuführen, auch wenn es natürlich vollkommen verständlich ist, dass es unfassbar schwer ist, nach einem Projekt nochmal hinter sich aufzuräumen. Und in einem konstant wachsenden SAP-System wächst parallel dazu auch der Datenumfang. Und dementsprechend ist es eigentlich wichtiger, je länger das System produktiv läuft, desto wichtiger wird auch das Thema Housekeeping. Und eine kleine Statistik, die ich dazu gefunden habe, ist, laut wissenschaftlichen Studien werden nur 12-18% der SAP-BW-Daten auch wirklich benutzt. Das heißt, die SAP-BW-Systeme generieren eine sehr hohe Anzahl an Daten, die nach kurzer Zeit einfach keine Relevanz mehr besitzen, aber weiterhin im BW-System vorhanden sind. Und um dem entgegenzuwirken, kann man eigentlich nichts anderes tun, außer eine regelmäßige Löschung und Bereinigung der Daten, nachdem einfach sozusagen die Daten ihren Zweck erfüllt haben und wenn sie einfach auch gelöscht werden können im Endeffekt. Die SAP bietet da auch ein paar Funktionalitäten, wie beispielsweise den ABAP-Aufgabenmanager, der mit der Aufgabenliste SAP-BW Housekeeping aufgerufen werden kann, mit dem man regelmäßige Housekeeping-Aktivitäten durchführen kann. Und die Vorteile sind natürlich die, dass die Performance gesteigert wird. Das heißt natürlich, die Verarbeitung kleiner wie auch großer Datenmengen soll einfach in angemessener Zeit wieder durchgeführt werden, indem man die Performance steigert. Dann natürlich, was reduziert wird der Platzbedarf. Das bedeutet, die eingesetzte Hardware reicht dann auch endlich für längere Zeit. Reduziert werden auch potenzielle Fehler, das heißt Fehlerquellen, weil man einfach vielleicht auch inkonsistente Datenbestände präventiv entfernt und bevor sie die Fachabteilung moniert. Und selbstverständlich, wenn die Performance gesteigert wird, wenn der Speicherplatz länger ausreicht und wenn weniger Fehler entstehen, dann werden gleichzeitig natürlich auch die Kosten reduziert, weil man einfach nicht mehr so viel Zeit investieren muss, in die Fehlerursache zu identifizieren und die anderen Punkte zu beachten, die ich gerade aufgezählt habe. Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt natürlich bei der SAP-BW-4HANA-Migration. Das heißt, dass man sich hier die Frage stellt, welche Objekte sind denn relevant? Welche Objekte möchte ich denn auch in das neue BW-4HANA-System mitnehmen? Und auch hier ist natürlich Speicherplatz ist wertvoll und teuer. Und Objekte, die irrelevant sind, sollte man sich zweimal überlegen, ob man sie ins neue System mitnimmt. Und auch da ist das Thema Housekeeping dann natürlich sehr wichtig. Was muss im Endeffekt passieren? Wir müssen im Endeffekt Objekte identifizieren, die nicht verwendet werden, die irrelevant sind, und diese anschließend archivieren oder löschen. Und genau da gibt es auch ein paar Schwierigkeiten, denn es ist natürlich, wie so oft bei manuellen Tätigkeiten, es ist sehr zeit- und ressourcenaufwendig. Es hat häufig eine sehr geringe Priorität. Denn es gibt nun mal auch viele Gründe, nicht aufzuräumen. Es ist aufwendig. Nach dem Projekt ist oft vor dem Projekt. Das heißt, es ist schwierig, sich wirklich zwischen Projekten Zeit zu finden für dieses Housekeeping im Endeffekt. Und man hat häufig auch einfach Angst, den Ist-Zustand zu verändern, weil man einfach denkt, okay, der Ist-Zustand funktioniert, es passt alles und ich habe jetzt Angst, irgendwelche Objekte zu löschen, weil bevor ich dieses Objekt lösche, muss ich erstmal die Abhängigkeiten alle analysieren. Dann lasse ich lieber alles beim Alten. Und das ist dann im Endeffekt auch einer der Gründe, warum man einfach wirklich die Angst hat, etwas zu zerstören, was aktuell funktioniert.
Selbstverständlich, jedes SAP-System ist individuell, deswegen muss sich jedes Unternehmen eine eigene Strategie entwickeln, inwiefern intensives Housekeeping dafür sorgt, dass die Performance weiterhin gegeben ist. Und im folgenden Beispiel möchte ich Ihnen einfach mal beispielhaft ein Projekt zeigen, wie solch ein Projekt aussehen kann, was die einzelnen Schritte sind und die Phasen. Das heißt, wir hätten beispielsweise so eine Phase erstmal den Umfang definieren, indem man beispielsweise die Bereiche aufzählt, die Prioritäten, eine Checkliste erstellt. Dann hätte man den Analysebereich, in dem man diese Objekte identifiziert, in dem man die Abhängigkeiten auch nochmal feststellt, ob es Abhängigkeiten gibt und in dem man auch Aufgaben definiert. Dann hat man die Implementierung selbst im SAP-System und will gleichzeitig vielleicht noch ein paar Kommentare hinzufügen, ob alles geklappt hat. Und das möchte man natürlich auch nochmal in der letzten Phase, in der man dann nochmal dokumentiert, ob alles funktioniert hat, ob das Housekeeping erfolgreich war, ob alle Objekte gelöscht werden konnten. Ja, das heißt, das wäre sozusagen ein vielleicht ideales Beispiel für solch ein Housekeeping-Projekt. Und viele dieser Phasen kann der Doku-Performer auch unterstützen. Das heißt, wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an, inwiefern er das macht, aber wir sehen, dass durch den Doku-Performer, dass er ziemlich viel abdecken kann. Vor allem in diesen Vorbereitungsphasen und Nachbereitungsphasen. Genau, schauen wir uns das mal an. Wie kann der Doku-Performer erstmal überhaupt bei dem Dokumentieren uns unterstützen von solch einem Housekeeping-Projekt? Das heißt, zunächst einmal, wir könnten beispielsweise so ein Szenario anlegen. Das habe ich schon vorab erwähnt. Szenarien sind von uns selbst erstellte Dokumentationen, die wir Kapitel für Kapitel aufbauen können und denen wir Objekte zuweisen können, die auch nochmal kommentiert sind. Hier auch nochmal der wichtige Punkt. All diese gold unterstrichenen Wörter, das sind alles Links und Sie können im Endeffekt, die führen direkt in das User Manual und wenn Sie die Präsentation runtergeladen haben, dann können Sie sich nochmal im Detail informieren, wie diese einzelnen Funktionen funktionieren. Genau, das heißt, Sie können beispielsweise ein Szenario erstellen, Sie können eine Kapitelstruktur erstellen, die dem Housekeeping-Dokument ähnelt, welches ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Dort können Sie diese jeweiligen Punkte definieren, die ich vorhin aufgezählt habe. Sie können durch Assignment Rules bestimmte Kapitel mit Regeln versehen, die im Endeffekt dazu führen, dass Objekte, die Sie einem Szenario zuweisen, direkt an die richtige Stelle kommen. Sie können diese Struktur im Endeffekt speichern, dieses Szenario nochmal als Template abspeichern für spätere Housekeeping-Projekte. Anschließend können Sie Objekte identifizieren, die irrelevant sind. Sie können auch kommentieren, Ihre Analyseergebnisse können Sie am Objekt selbst kommentieren und dann anschließend dem Szenario zuweisen und Aufgaben definieren für die Implementierungsphase. Sie können das alles exportieren und haben dann im Endeffekt ein umfangreiches Dokument, in dem Sie einerseits Ihre Analyseergebnisse haben, die Sie kommentiert haben am Objekt. Sie haben noch weitere technische Informationen, nämlich vom Objekt selbst. Und genau, diese Kombination liefert Ihnen im Endeffekt eine sehr gute Anleitung, was alles beachtet werden muss bei einem Housekeeping-Projekt, wenn Sie dann in der Implementierungsphase sind. Das heißt nochmal ganz kurz, exemplarisch dargestellt. Wir identifizieren Objekte, die irrelevant sind, die gelöscht werden können, müssen das natürlich dann erstmal nochmal hinterfragen, können sie wirklich gelöscht werden? Das können wir auch durch den Doku-Performer machen, indem wir wechselseitige Abhängigkeiten identifizieren, ob beispielsweise ein Cube irgendwo verwendet wird, ob eine Query in irgendeinem Lumira-Bericht als Data Source fungiert. Das können wir alles im Endeffekt nochmal analysieren im Doku-Performer und können dann im Endeffekt im letzten Schritt dann ins SAP-System gehen und dann selbstverständlich auch nochmal nachschauen, ob es wirklich gelöscht werden kann, ob es vielleicht irgendwelche fachliche Gründe gibt, warum dieses Objekt existiert. Das ist natürlich das, was Sie mit Doku-Performer, was unmöglich abdecken kann. Aber dann können Sie die Löschung durchführen oder das Archivieren. Genau, das heißt, wir haben sehr viele Funktionen, die wir durchführen können. Hier mal eine kleine Auflistung aller Housekeeping-Funktionalitäten und auch Funktionalitäten, die Sie beim Housekeeping unterstützen, um das Wissen zu dokumentieren. Und wir schauen uns von diesen Funktionalitäten ein paar an, die wir uns nicht anschauen. Da empfehle ich Ihnen nochmal einfach im User-Manual nochmal nachzuschauen, was diese Funktionen im Detail machen. Und ein wichtiger Punkt ist der, dass die Funktionen im Produktivsystem ausgeführt werden sollten. Das heißt, dass Sie natürlich gucken, gibt es eventuell irgendwelche Info-Objects, die nicht verwendet werden, aber natürlich im Produktivsystem. Genau.
Gleichzeitig gibt es auch noch ein paar Funktionen, mit denen Sie die Abhängigkeiten checken können. Sie können beispielsweise eine Where-Use-Analyse durchführen für Info-Provider, Info-Objects oder Reporting-Elemente für zahlreiche Objekttypen, die wir unterstützen im Doku-Performer. Und Sie können auch gleichzeitig direkt im Coding nachschauen. Also es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, wechselseitige Abhängigkeiten zu identifizieren. Dann können Sie beispielsweise nach bestimmten Stichwörtern auch nochmal den ganzen Source-Code durchsuchen, um beispielsweise irgendwelche Tabellen oder Variablen zu finden und die Verwendung zu checken. Sie können auch beispielsweise berechnete Kennzahlen nochmal im Detail analysieren und die Formel auflösen, um genau da auch nochmal zu sehen, was da noch für andere Kennzahlen drunter hängen. Und Sie können das, daraus, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal, die Metrics of Usage erstellen. Und da können Sie sich nochmal ein Bild davon machen, welche Objekte zwar im Info-Provider definiert wurden, aber in der Query nicht verwendet werden. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, im Doku-Performer selbst. Genau, das jetzt erstmal zur Theorie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Tool selbst. Dafür öffne ich den Doku-Performer. Der erste Punkt, wo finden wir die Analysen? Also das ist die initiale Ansicht vom Doku-Performer. Wir finden die Analysefunktion alle hier unter Analysis. Und dann haben wir im nächsten Schritt hier in diesem Bereich Analysis Reports sehr viele Funktionen, sehr viele Analysefunktionen, die Sie unterstützen. Bevor wir diese Funktionen ausführen, würde ich gerne nochmal Ihnen das Szenario zeigen. Das heißt, ich habe vorab schon mal ein kleines Szenario erstellt, in dem ich mir beispielsweise, wir können es mal im Overview-Mode anschauen, in dem ich schon Kapitel hinzugefügt habe. Das sind diese Phasen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Das heißt, die habe ich hier abgebildet im Doku-Performer. Das heißt, das ist im Endeffekt das Dokument, das erstellt wird und das Sie dann als Dokumentation erhalten mit den jeweiligen Punkten hier. Und was ich jetzt machen kann, ich kann diesem Szenario Objekte hinzufügen und zuweisen. Ich habe hier beispielsweise diese Assignment Rules erstellt. Das heißt, das ist jetzt ein Textelement. Das kann ich entweder ausprägen mit Text. Ich kann aber auch hier durch diese Assignment Rules festlegen, welche Objekte diesem einzelnen Kapitel zugewiesen werden sollen. Das heißt, ich kann auch aus einem anderen Kontext heraus Objekte dem Szenario zuweisen. Das heißt, ich könnte jetzt hier theoretisch gesehen Objekte zuweisen, das ist eine direkte Zuweisung. Ich kann aber auch so eine indirekte Zuweisung machen, nämlich beispielsweise hier aus dem Entity Grid heraus, indem ich hier auf Scenario Assignment klicke. Dafür sind die Regeln da. Aber auch hier nochmal der Punkt, wenn Sie damit nicht ganz vertraut sind oder wenn Sie nicht genau wissen, was es mit diesen Regeln auf sich hat oder ein paar Szenario-Aspekte Ihnen jetzt nicht bekannt sind, dann haben wir verweise ich sehr gerne nochmal auf das YouTube-Video, das wir haben bezüglich Szenarien und dort finden Sie auch das Video von vor 2 Wochen, das ich gemacht habe über dieses Thema. Genau, das heißt, wir haben jetzt dieses Szenario und wenn ich irgendwas finde, wenn ich ein Objekt finde, welches potenziell gelöscht werden kann, dann weise ich es diesem Szenario zu, damit ich im Endeffekt eine gebündelte Dokumentation habe. Wie diese aussieht, das zeige ich Ihnen dann auch nochmal zum Schluss. Genau, das heißt, wir legen jetzt einfach mal los und ein wichtiger Punkt ist auch der, ich habe mich bewusst dazu entschieden, als ich dieses Szenario fertig gebaut habe, habe ich gemerkt, okay, das sind alles wiederverwendbare Elemente und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich transferiere dieses Szenario in ein Template. Das heißt, wenn ich zukünftig neue Szenarien erstelle im Kontext von einem Housekeeping-Projekt, dann habe ich die Möglichkeit, hier direkt auf hier ein Housekeeping Template auszuwählen und dann habe ich schon direkt die Elemente in meinem Szenario, die ich sowieso immer brauche, beispielsweise irgendein Scope beispielsweise oder eine Einleitung, die vielleicht ähnlich ist oder vielleicht auch eine Struktur, die ich wieder verwenden möchte. Genau, das heißt, wir gehen jetzt mal in die erste Analysefunktion. Die erste Analysefunktion ist zum Beispiel diese hier, Show Entities with Identical Tag Name. Das heißt, dazu jetzt ein bisschen Theorie. Es ist möglich, vor allem es ist nur möglich für Reporting-Elemente, für Queries, berechnete Kennzahlen oder eingeschränkte Kennzahlen, Variablen, Strukturen, Filtern, dass Objekte den gleichen Namen haben, den gleichen technischen Namen, weil die UID dort ja der unique ist. Also wenn eine Query beispielsweise direkt im Produktivsystem angelegt und dann eine Query mit dem gleichen technischen Namen im Entwicklungssystem angelegt, und dann in das Produktivsystem transportiert wird, dann gibt es 2 Queries mit dem gleichen technischen Namen, aber mit unterschiedlichen UIDs. Und beim Öffnen einer Query im Query Designer ist die Eingabe der technischen
ist sozusagen der Schlüssel der technische Name. Also um eine Query sich anzeigen zu lassen, findet man sie, navigiert man durch den technischen Namen, sodass man eigentlich nie richtig weiß, welche der beiden Queries geöffnet wird. Das ist also eine Inkonsistenz, die ja nicht unbedingt gewünscht ist. Und auch das führt natürlich dann zu unnötigen Systemspeicher und zu Inkonsistenzen. Das heißt, dass wir hier beispielsweise jetzt diese Query haben, die diese beiden Queries haben den gleichen technischen Namen. Wir können jetzt beispielsweise hier sehen wir sie wieder. Wir sind jetzt im Entity Grid. Ich habe jetzt nach diesen beiden Queries gesucht. Und wenn ich jetzt den Column Chooser aufmache, dann kann ich mir hier einen Überblick verschaffen. Die UID hier. Dann sehe ich schon mal, okay, alles klar. Ich sehe wirklich, dass die haben zwar den gleichen technischen Namen, aber stimmt wirklich, sie haben eine unterschiedliche UID. Ich kann auch eine weitere Spalte hinzufügen, zum Beispiel, wann die Queries zuletzt verwendet wurden. Das sehe ich dann auch hier, dass sie eigentlich schon ja extrem lange nicht mehr verwendet wurden, zuletzt 2015. Das heißt, hier haben Sie theoretisch gesehen auch schon eine kleine Housekeeping-Funktion im Entity Grid selbst. Sie können nämlich sagen, wann wurden Objekte zuletzt verwendet. Und hier ist es wichtig anzumerken, dass das keine Realtime-Funktion ist. Das heißt, hier ist es wirklich notwendig, dass Sie ein gutes Synchronisationskonzept haben mit dem Doku-Performer, beispielsweise das Sync-Tool verwenden, sodass Sie immer sicher sind, dass beispielsweise jetzt heute Morgen synchronisiert wurde und dass diese Aussage ja auch wirklich valide ist. Gut, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, der technische Name kommt doppelt vor. Sie wurden lange nicht mehr verwendet, beide. Und was wir als nächstes machen können, ist dann theoretisch gesehen diese Query, den Kommentar zu öffnen und unsere Informationen, die wir jetzt im Endeffekt auch das Wissen, das wir generiert haben, jetzt nochmal an diese Query auch nochmal zu hängen. Das heißt, ich habe dann hier verschiedene Kapitel. Diese Kapitel kann ich mit dem Kommentar-Template mir definieren, wie ich es möchte und wie es notwendig ist. Ich habe jetzt beispielsweise ein Kapitel hinzugefügt namens Housekeeping. Und dort habe ich dann nochmal alles vermerkt. Das heißt, wir haben eine Query mit dem gleichen technischen Namen und sie wurden beide zuletzt an diesem Tage verwendet und man kann sich überlegen, ob man diese Queries vielleicht löscht. Ich kann hier auch direkt ein To-Do definieren und diese Query möchte ich dann im Endeffekt durch Scenario Assignment, das war hier im Kontextmenü, möchte ich dann diesem Szenario, das ich vorhin erstellt habe, zuweisen. Das heißt, diese Query ist jetzt Teil und wird im Endeffekt auch vorkommen in der Dokumentation, die ich Ihnen am Ende zeigen werde, samt der Kommentare, die ich gerade hinzugefügt habe. Genau, das heißt, jetzt haben wir uns mal um die Query gekümmert. Der nächste Schritt wäre zum Beispiel, sich mal die Info-Provider anzuschauen. Es gibt die Funktion, die finden Sie hier, Info-Provider without usage and data flows. Dort werden all die Info-Provider angezeigt, die, ja, wie der Name schon sagt, keine Verwendung im Datenfluss finden und somit eventuell auch eher unnötig ist, dass sie noch im System vorkommen. Das heißt, wir sehen dann hier, wenn ich sie öffne, wird diese Liste generiert von den Info-Providern, die nicht im Datenfluss vorkommen. Auch hier sei nochmal gesagt, das ist keine Realtime-Funktion, deswegen ist eine Synchronisation vorab sinnvoll. Sie können sehr viele Funktionalitäten, Analysefunktionalitäten exportieren als Excel. Das heißt, wenn Sie hier oben draufklicken, dann können Sie all diese ganze Liste nochmal exportieren als Excel. Und wenn ich mir dann beispielsweise jetzt mal so einen Info-Provider rauspicke, den ich jetzt weiter analysieren möchte, das heißt, das war jetzt der erste Schritt, ich habe festgestellt, dieses Objekt hat anscheinend nicht die Notwendigkeit, dass dieses Objekt im System vorkommt. Schauen wir zum Beispiel, wenn ich mal hier nochmal suche, genau, dieses Objekt zum Beispiel, eins von diesen vielen Objekten und im nächsten Schritt würde ich dann eine nächste Funktion durchführen, nämlich Table Analysis for Info Provider. Die finden Sie hier. Das heißt, diese Funktion informiert mich darüber, welche Tabellen genutzt werden und wie viele Einträge existieren. Das heißt, wenn ich mal die Funktion ausführe für ein ADSO, dann sehen wir, dass das hier dann sehen wir das ADSO selbst, wir sehen die Tabellen, die verwendet wurden, sehen auch, dass das relativ sinnvoll aussieht, weil der Changelog die meisten Einträge hat. Und auch hier natürlich, wenn einer der Einträge wirklich extrem hoch ist, sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob das vielleicht irgendwelche negativen Einflüsse auf die Performance hat. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn die Einträge, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Beispiel, das
bei dem Objekt, das ich Ihnen zeigen möchte. Wenn das alles Null ist, dann wissen Sie natürlich, dass dieses Objekt nicht wirklich irgendwie beladen wird oder verwendet wird. Und dementsprechend können wir dieses Objekt dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch löschen. Ich möchte vorab nochmal einen Verwendungsnachweis durchführen. Das heißt, ich versuche mir nochmal dieses ADSO heraus. Das war A-Unicur. Und würde dann nochmal hier einen Rechtsklick machen und die Analyse starten. Das heißt, Sie können auch aus dem Entity Grid heraus sehr viele Analysen durchführen an dem jeweiligen Objekttyp. Und eine Analyse, das heißt, ich hätte diese Table-Analyse, die ich vorhin Ihnen gezeigt habe, auch durchführen können, hier aus dem Kontextmenü. Und ich führe jetzt den Verwendungsnachweis durch, um nochmal wirklich sicherzustellen, dass dieses ADSO nicht irgendwo im Info-Object verwendet wird, nicht im Coding irgendwo verwendet wird. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, wirklich nochmal gezielt einzustellen, wo die Verwendung Ihres Objekts nochmal getestet und geprüft werden soll. Also auch ein weiterer Schritt hinsichtlich der Überprüfung von irgendwelchen wechselseitigen Abhängigkeiten. Und genau, das heißt, ich kann sogar auch in BO-Objekten die Verwendung prüfen, auch das ist möglich. Und ich starte jetzt einfach mal die Analyse und bestenfalls wird meine Vermutung bestätigt, dass dieses ADSO keine Verwendung besitzt, nicht verwendet wird. Ja, so ist es. Das heißt, wir sehen hier in Objects nichts, keine Verwendung, in Coding nichts und genau das kann ich dann theoretisch gesehen, was ich jetzt hier durchgeführt habe, auch nochmal als Kommentar hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf Show Comment. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier schon wieder was hinzugefügt, das heißt, ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Hier bei Housekeeping habe ich im Endeffekt nochmal gesagt, dass es nicht im Datenfluss vorkommt. Ich habe einen kleinen Screenshot gemacht von dieser Analysefunktion, habe es auch nochmal in meinen Kommentar hereinkopiert und habe dann auch hier ein To-Do schon erstellt. Ich habe gesagt, es gibt keine Abhängigkeiten, dieses Objekt kann gelöscht werden. Die Kommentare kann ich bearbeiten, indem ich hier auf Edit gehe. Das habe ich vorhin nicht gezeigt. Und im Endeffekt habe ich dann hier die typischen Formatierungsmöglichkeiten. Ich kann auch noch weitere Links hinzufügen. Ich kann Bilder hinzufügen, Tabellen, Aufzählungen und kann auch von hier aus theoretisch gesehen auf bestimmte Analyseergebnisse verweisen. Das zeige ich Ihnen gleich. Gut, auch hier möchte ich natürlich, dass dieses ADSO und all dieses Wissen, das ich an dieses ADSO hinzugefügt habe, dass das natürlich auch Teil meiner Dokumentation wird und deswegen muss ich auch hier dieses Objekt dem Szenario zuweisen. Das heißt, ich mache wieder ein Szenario Assignment, suche mir wieder mein Housekeeping-Szenario und auch das Objekt ist jetzt Teil. Wir können uns mal ganz kurz den Zwischenstand anschauen, das heißt, diese Objekte werden dann peu à peu hinzugefügt. Jetzt in dem Fall haben wir jetzt unsere Query. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Der Doku-Performer weist wegen den Regeln, die vorab definiert wurden, an den jeweiligen Elementen, Strukturelementen, weist der Doku-Performer direkt, okay, hier ist eine Regel drin, wenn ein ADSO diesem Szenario zugewiesen wird, dann sortiere ich ihn sofort zu diesem Kapitel ein. Und das ist natürlich dann relativ sehr hilfreich, weil ich mir nicht die Mühe machen muss, die Objekte dann nachträglich nochmal richtig einzusortieren. Gut, im nächsten Schritt würde ich jetzt eine weitere Funktion Ihnen vorstellen, nämlich die Funktion Matrix of Usage. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Diese Funktion, was kann ich damit machen? Ich kann mir im Endeffekt, es ist eine hilfreiche Funktion, um Informationen über die Verwendung von Info-Objects, wiederverwendbaren Kennzahlen, Strukturen oder Variablen eines bestimmten Info-Providers zu erhalten. Und hier mit Verwendung meine ich vor allem die Verwendung in Queries, die auf dem Info-Provider basieren. Das heißt, ich kann mir zunächst einmal einen Info-Provider auswählen. Ich kann anschließend hier weiter selektieren nach einem bestimmten Namen. Wähle dieses Objekt aus. Und was ich dann sehe, sind erstmal alle Reporting-Elemente, die auf diesem Multiprovider basieren. Das heißt, im nächsten Schritt würde ich dann sagen, okay, ich wähle all diese Queries aus und starte die Analyse. Und der Doku-Performer produziert mir jetzt eine Excel. Er lädt noch.
Und die Excel wurde jetzt hier rechts geöffnet, die ziehe ich kurz rüber. Das heißt, was ist jetzt passiert? Wir sehen jetzt hier diese Excel, dass im Endeffekt hier diese Queries sind diese Queries und dieser Multiprovider, den ich vorab ausgewählt habe, das ist im Endeffekt hier sind diese Spalten, die relevant sind. Schauen wir uns das mal kurz im Detail an. Wir sehen also all die Elemente, die auf diesem Info-Provider, auf diesem Multi-Provider definiert sind und sehen dann im Endeffekt beispielsweise hier dieses Info, dieses Merkmal, dass es viermal in vier Queries verwendet wird. Und dann wir sehen auch, dass es hier als Free Characteristics verwendet wird. Das heißt, das wird direkt auch mit ausgespuckt. Und was jetzt hier interessant wäre, wären vielleicht aus der Housekeeping-Perspektive Info-Objects, die gar keine Verwendung haben. Das heißt, die eventuell ja Teil des Multiproviders sind, aber keine Verwendung in diesen Queries haben. Und da picke ich mir auch einfach mal zum Beispiel Null Supplier raus und das analysiere ich dann mal weiter. Nämlich, was ich jetzt tun kann, ist, mir den Datenfluss anzuzeigen. Das heißt, ich öffne nochmal den Multiprovider und über einen Rechtsklick habe ich die Möglichkeit, hier mir den Datenfluss anzuzeigen von dem jeweiligen Multiprovider. Genau, das heißt, die Funktion haben wir schon öfters präsentiert und das heißt, hier haben Sie im Endeffekt den Datenfluss, können noch zahlreiche weitere Funktionalitäten ausführen, wie beispielsweise Queries hinzuladen oder Lookup-Analysen machen, Lookups finden oder DTP-Filter analysieren. Für mich jetzt erstmal wichtig ist der zweite Tab, nämlich hier Tree View. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, eine Mapping-Analyse durchzuführen über den ganzen Datenfluss hinweg und kann mir dann hier erstmal ein Info-Object aussuchen. Und ich bleibe bei dem Info-Object, das ich mir vorhin rausgepickt habe, nämlich Null Supplier. Und dann klicke ich jetzt auf Start. Und dann sehen wir, wie das Mapping ist von diesem Info-Object und wie es beladen wird und wie es über den Datenfluss hinweg im Endeffekt gemappt wird. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es nur ein 1:1 Mapping auf dieser Ebene hier gibt und das Info-Object kommt also nur aus einer Ebene tiefer, nämlich aus dem DSO und eventuell wird es dann von unten nicht befüllt und oben gleichzeitig wird es auch nicht konsumiert. Das heißt, wir haben ja gesehen vorab im Report, es wird nicht in den Queries konsumiert, weil es ja keine Verwendung dort findet, haben wir gesehen. Und was wir jetzt checken, ist eventuell, ob es irgendwie Logik im Coding gibt, dass es irgendwie an der jeweiligen Stelle in der Transformation beladen wird. Und das heißt, nochmal ganz kurz, welche war es zwischen HSR? Genau, wir checken einfach mal so ein paar. HBO03, genau, gucken wir mal hier erstmal. Wir haben hier über einen Rechtsklick können wir uns das Coding anzeigen lassen. Das geht immer an Stellen, wo irgendwelche Transformationen angezeigt werden, können Sie über einen Rechtsklick das Coding anzeigen lassen. Und wenn wir uns das mal anschauen und gucken, ob hier irgendwas mit Null Supplier vorkommt, können auch hier nochmal schön im Text suchen. Das heißt, hier ist nichts. Genau. Und dann könnte man theoretisch gesehen die jeweils relevanten Transformationen noch abgehen, die darunter liegenden zum Beispiel. Ich habe das vorab schon gemacht und habe auch schon festgestellt, dass es dort nicht irgendwie nochmal irgendwas beladen wird oder irgendeine andere Logik gefunden, die sich im Endeffekt auf Null Supplier bezieht. Und das heißt, das Ergebnis wäre, auf der Reporting-Ebene wird das Info-Object Null Supplier nicht verwendet. Das Objekt ist auch nicht aus dem Datenfluss getrieben, da es unterhalb des Datenflusses nicht befüllt wird. Und das heißt, wir können uns wirklich sehr sicher sein, dass es einfach nicht verwendet wird und dass wir es rauslöschen können aus dem Datenfluss und aus allen Objekten der Applikation. Das heißt, natürlich aus technischer Sicht kann es gelöscht werden. Es könnte natürlich noch sein, dass es fachliche Gründe gibt, warum dieses Objekt im Datenfluss existiert. Vielleicht wurde es auch erstellt, weil es zukünftig noch verwendet werden soll. Und auch hier habe ich schon bereits im Endeffekt all das nochmal zusammengefasst. Ich habe hier nochmal mir einen Kommentar erstellt, in dem ich all dieses Wissen, das ich jetzt durch den Doku-Performer generiert habe, mir nochmal zusammengeschrieben habe.
Genau, das heißt, wir sehen hier wieder das Housekeeping-Kapitel. Das heißt, hier habe ich im Endeffekt nochmal reingeschrieben, dass ich die Funktion durchgeführt habe. Ich habe hier auch einen Link drin. Das heißt, ich einen Link zu der Excel-Analyse, die ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, wenn ich das auch nochmal öffne, dann öffnet sich die Excel. Ich mache das gleich nochmal in der Word selbst. Das heißt, in der Query findet es gar keine Verwendung. Und ich habe hier nochmal einen Screenshot gemacht, Was möglich ist, Sie können diese Analysefunktion, das Ergebnis auch nochmal als Bild oder als Word exportieren. Und ich habe mir das hier einfach nochmal ganz schnell gescreenshottet und habe das nochmal eingefügt in den Kommentar und habe dann nochmal ein paar Sachen reingeschrieben, was ich gecheckt habe und auch nochmal die To-Dos und auch das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, ist dann im Endeffekt alles hier drin. Und das heißt, auch dieses Objekt wird dem Szenario zugewiesen. Dafür nutze ich diesmal hier diese Schnellzuweisung vom Szenario. Das heißt, ich kann hier, wenn ich bereits das Szenario, kurz eine Szenariozuweisung vorgenommen habe zu einem bestimmten Szenario, wird dieses Szenario in diesem Kontextmenü hier aufgelistet und dann kann ich im Endeffekt sagen, Szenario zuweisen, muss es nicht mehr durch das Pop-up machen, wie vorhin. Genau, das heißt, ich habe jetzt diese Objekte gefunden, die jetzt in diesem kleinen Anwendungsbeispiel für mich relevant sind und auch mein Wissen hinzugefügt. Es hat sich übrigens auch im Hintergrund die Excel noch geöffnet, die ich vorhin noch gestartet habe, als ich auf den Link geklickt habe, auf das hier. Das heißt, auch das ist möglich, dass ich dieses Ergebnis, das ich exportiere als Excel, irgendwo auf einem SharePoint ablege und anschließend darauf im Endeffekt referenziere. Genau, kommen wir zurück zu dem Szenario. Ich zeige Ihnen nochmal das Szenario, das ich vorab schon erstellt habe und bearbeitet habe. Ich habe hier noch ein paar Punkte hinzugefügt. Das heißt, Sie können die einzelnen Kapitel ausprägen, indem Sie hier auf Show Content gehen. Sie können dann ja beispielsweise Screenshots hinzufügen, wie ich es gemacht habe. Sie können auch Entity-Listen hinzufügen. Das heißt, mit allen Objekten, die hier vorkommen, nochmal eine kleine Liste und Aufzählung mit ein paar weiteren Informationen. Und wie das Ganze aussieht im Endeffekt, Sie können hier auf Export klicken, können sich das exportieren, können dann auch beispielsweise noch ein paar Varianten einstellen, wenn es notwendig ist. Sie können die Sprache einstellen. All diese Kommentare, die ich vorab gepflegt habe, können natürlich auch mehrsprachig gepflegt werden. Das ist auch alles möglich. Das heißt, das ist die Kommentare selbst, sind sprachabhängig und Sie können im Endeffekt die Kommentare noch weiter pflegen in anderen Sprachen, die notwendig sind, können dann auf Export klicken. Ich habe hier noch eine bestimmte Kommentarvariante ausgewählt, nämlich Housekeeping. Das heißt, bei den Objekten, das haben Sie vorher gesehen, bei dem Multiprovider gab es auch Kapitel, die sich jetzt nicht auf Housekeeping bezogen haben, sondern es waren ganz allgemeine Kapitel und die möchte ich jetzt nicht in meinem Housekeeping-Projekt haben. Und dafür habe ich mir eine Kommentarvariante erstellt, in welcher definiert ist, dass nur die Kapitel, die was mit Housekeeping zu tun haben, bei den relevanten Objekten berücksichtigt werden für den Export. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das zeige ich Ihnen auch. Das heißt, ich öffne mal mein Szenario. Das heißt, ich habe hier auch ein Template vorab mir in den DokuPerformer importiert und habe Ihnen auch jetzt hier dieses Template verwendet. Und dann habe ich hier nochmal ein kleines Inhaltsverzeichnis, in dem wir nochmal diese Struktur wiedererkennen, die wir vorhin auch im Szenario selbst haben. Das heißt, wir haben hier Introduction, das ist hier Scope of the Project Areas, das ist alles dann hier drin. Und wenn wir uns das dann mal anschauen, wenn wir das durchgehen, dann sehen wir auch, dass das Bild hier drin ist, das ich vorhin Ihnen gezeigt habe. Wir sehen, dass hier diese Entity List, das ist im Endeffekt das hier, Overview of BW Entities, das ist hier diese Liste, die nochmal die Objekte anzeigt, die wir, mit denen wir gearbeitet haben. Wir sehen die Objekte, die jetzt im Endeffekt, das ist jetzt dieses Kapitel, Unneeded Entities, Objekte, die wir nicht mehr benötigen oder die wir löschen können, samt der Information, die wir im Laufe dieses kleinen Beispiels jetzt auch gesammelt haben. Das ist jetzt zum Beispiel die Query, die doppelt vorkommt mit dem jeweiligen Kommentar, den ich hinzugefügt habe. Das ist der ADSO, den ich, wo ich herausgefunden habe, dass er nicht im Datenfluss vorkommt. Und auch keine Tabelleneinträge besitzt. Und hier haben wir dann nochmal im Endeffekt den Multiprovider, der, was wir jetzt vorhin gemacht haben, nämlich gesehen, dass das Info-Object, das definiert wurde, nämlich Null Supplier, keine Verwendung im Housekeeping findet und auch von unten einfach nicht beladen wird und dementsprechend auch rausgelöscht werden kann.
aus diesem Datenfluss. Das heißt, all das habe ich jetzt hier schön kompakt gesammelt. Ich habe mir noch zusätzlich einen Datenfluss mit exportieren lassen von dem Multiprovider, das ist eine Einstellung, die man vornehmen kann, wenn man hier auf den Infoprovider geht und sagt, bitte exportiere mir auch den Datenfluss. Auch das habe ich im Endeffekt noch gemacht. Und ja, genau, das heißt, das könnte ich jetzt, das wäre sozusagen eine kleine Zusammenfassung vom Housekeeping-Projekt und könnte jetzt einfach für die Person, die im Endeffekt der Mitarbeiter, der sich darum kümmert, das zu implementieren, das umzusetzen, ist es vielleicht sehr hilfreich, diese Informationen alle gebündelt in einem Dokument zu besitzen. Genau, das war jetzt so ein kleines Fallbeispiel. Wir schauen uns jetzt noch ein paar weitere Funktionen an in den letzten 12 Minuten, die es noch gibt im DokuPerformer. Bleiben jetzt vor allem bei der Analyse. Dafür schließe ich jetzt noch ein paar Tabs, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Das heißt, beginnen wir mal mit der Objektauswahl nach Komponenten. Diese Funktion finden Sie hier. Und hier können Sie beispielsweise sich Queries anzeigen lassen, die noch Zelldefinitionen besitzen. Die werden Ihnen dann angezeigt und der Hintergrund ist der, bei SAP-Upgrades kann es zu Problemen kommen bei Queries, die Zelldefinitionen besitzen und sie werden dann von der neuen Version nicht mehr unterstützt. Und die selbstständige Identifizierung solcher obsoleten Queries ist schwer und dauert lange, da man jede Query öffnen muss manuell und im Endeffekt können Sie das hier relativ schnell machen. Relativ schnell einen Überblick bekommen über diese Queries. Es gibt hier noch ein paar weitere Queries mit Exceptions, können Sie anzeigen mit Conditions, Info-Objects, die Variablen besitzen oder die Input-Ready-Queries. Das können Sie sich auch alles noch anzeigen lassen, relativ schnell hier in der Funktion. Genau, die nächste Funktion, auf die ich eingehen möchte, ist, hier, das habe ich schon offen im Endeffekt, das kann ich Ihnen gerne nochmal zeigen, das sind die Unused Info-Objects, das heißt, diese Funktion finden Sie hier, Unused Info Objects, und das ist eine Generierung, es wird eine Liste generiert mit allen Info Objects, die im entsprechenden BW-System nicht mehr verwendet werden. Das heißt, man bekommt einen Überblick über, über die eher unwichtigen Objekte, die irrelevanten Objekte, die man im Endeffekt entfernen kann. Das heißt, unneeded und nicht verwendet in dem Bezug heißt vor allem, dass Sie keine Verwendung finden in Feldern, in Data Sources, in Info-Providern, in anderen Info-Objects, als Attribute, Basismerkmal oder Klammerung, als Basis-Info-Provider von Queries, in Analyseberechtigung, in Transformation oder in Info-Sources. Das heißt, das ist eine Funktion, die Ihnen nochmal hilft, Info-Objects zu identifizieren, die eventuell auch keine Verwendung mehr haben. Wir haben dann eine Funktion, die wir vor allem auch beispielsweise im Entwicklungssystem durchführen können. Das ist hier Compare Entities of Two Systems. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass das Current System unser Entwicklungssystem ist, das Second System, das wir jetzt hier ausgewählt haben, ist unser Produktivsystem. Und wenn ich jetzt auf Start Comparison drücke, dann muss ich mich erstmal anmelden in dem jeweils anderen System. Und dann generiert der DokuPerformer insgesamt 3 Tabs. Das heißt, wir sehen erstmal Objekte, die nur in einem System vorkommen, nämlich in diesem Fall eventuell nur in dem Entwicklungssystem. Dann haben wir die Objekte, die nur im BE1 vorkommen und wir haben die Objekte, die in beiden Systemen vorkommen. Und hier können wir natürlich auch uns nochmal anschauen, okay, wir haben Objekte, die anscheinend nur im Entwicklungssystem vorkommen, aber von denen kein Gebrauch gemacht wird im Produktivsystem. Und dann können wir beispielsweise nochmal das Entwicklungssystem aufräumen. Genau, da diese einfach, wie gesagt, unnötig sind, da sie nicht im Produktivsystem überhaupt keine Verwendung finden. Natürlich müssen wir erstmal gucken, vorab checken, ob sie vielleicht zukünftig verwendet werden. Ich kann die Funktion noch erweitern mit beispielsweise, ich kann Unterschiede feststellen durch die bedingte Formatierung, kann ich nochmal nachschauen, okay, hier gibt es anscheinend alles, was rot ist, heißt, es ist unterschiedlich. Das heißt, diese Query wurde von einem unterschiedlichen Nutzer bearbeitet. Wir haben hier dann noch ein paar andere Fälle, in denen wir zum Beispiel sehen, dass diese Query unterschiedliche UIDs haben, obwohl sie den gleichen technischen Namen haben. Und genau, all diese Sachen kann man sich dann im Endeffekt nochmal anzeigen lassen und farblich schön anzeigen lassen. Genau, dann noch die nächste Funktion, die es gibt, ist die Where-Use-Analyse, die habe ich Ihnen ja
bereits vorhin gezeigt, nochmal mit einem richtigen Ergebnis, um Abhängigkeiten festzustellen. Dann können Sie auf der linken Seite Objekte auswählen und sehen dann wirklich die Verwendung im Objekt selbst und beispielsweise hier, ob es irgendwo in einem Reporting oder Include angezeigt wird. Sie können sich den Source Code nochmal anzeigen lassen und können diesen dann anschließend auch nochmal durch Steuerung F durchsuchen. Sie können sich auch Objekte anzeigen lassen, die inaktiv sind. Das heißt, auch das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Objekte, die inaktiv sind. Und auch das sehen Sie dann im Endeffekt hier. Auch wieder eine Funktion, die in Form einer Liste dargestellt wird. Und die nächste Funktion, die ich Ihnen noch zeigen möchte, ist Variable Analyzer. Die finden Sie hier. Wie gesagt, all diese Funktionen, die ich Ihnen jetzt zeige, finden Sie nochmal in der Präsentation samt Link. Das können Sie sich also wirklich alles nochmal in Ruhe anschauen. Und schauen wir jetzt mal kurz an, Variable Analyzer. Das heißt, ich gebe hier beispielsweise ein Info-Object ein, kann dann anschließend noch einen Merkmalswert auswählen. Ich wähle hier beispielsweise hier und lassen wir sie anzeigen. Und was ich jetzt halt sehe, das heißt, ich kann nach Variablen mit bestimmten Eigenschaften suchen. Es ist hilfreich, um festzustellen, ob eine Variable mit einer bestimmten Eigenschaft eventuell, ob sie vielleicht schon gibt oder ob sie neu angelegt werden muss. Das heißt, das ist schon mal so Präventiv-Housekeeping, dass ich vorab schon mir Gedanken darüber mache, bevor ich irgendwas anlege, ob es vielleicht irgendwas Ähnliches bereits gibt. Und was ich dann machen kann, die werden mir dann erstmal angezeigt und ich sehe dann schon, ob es vielleicht Duplikate gibt. Das heißt, wir sehen hier, diese Queries basieren beide auf diesem Info-Object. Sie haben den gleichen Typ und im Endeffekt kann ich dann hier nochmal mir die Verwendung anzeigen lassen. Das heißt, hier wird 16 Mal verwendet. Und hier wird es zweimal verwendet und vielleicht, was ich machen kann, ist es zusammenfassen, dass ich sage, die Queries, die hier im Endeffekt diese Variable verwenden, dass ich dann sagen kann, ich kann sie eher jetzt sagen, dass sie diese Variable verwenden sollen. Genau, das kann man sich hier anzeigen lassen mit dem Variable Analyzer. Und genau, da wir jetzt noch 5 Minuten haben, würde ich nochmal zurückgehen in die Präsentation. Und dann nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass der Loco-Performer natürlich nicht nur für BW, ich habe Ihnen jetzt nur BW und BW gezeigt, aber natürlich ist es auch für BO und HANA möglich, Housekeeping-Funktionen und hilfreiche Analysefunktionen durchzuführen. Das heißt, zunächst einmal können wir zum Beispiel Objekte, die wir eher nicht verwenden, herausfinden durch die Namenskonvention. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal kurz anhand von Screenshots. Wir können auch beispielsweise BE-BO-Objekte analysieren, den Aufbau analysieren und anschließend vergleichen. Das ist bei BO möglich. Bei HANA können wir auch die Namenskonvention überprüfen und Objekte identifizieren, die nicht den Namenskonventionen entsprechen. Auch hier können wir HANA-Objekte analysieren. Wir können sie auch vergleichen. Und genau, haben dann noch die Möglichkeit, die Multilevel Usage of Roles Analyse durchzuführen. Das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Und bei HANA können wir den Verwendungsnachweis durchführen von HANA-Elementen. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz anschauen, bei BO heißt das, hier sehen wir ein Beispiel für solch einen Aufbau. Das heißt, wir können vielleicht nochmal checken, bevor wir ein Objekt löschen, wie ist eigentlich der Aufbau. Oder vielleicht können wir auch hier in einem anderen Kontext können wir auch einfach uns nochmal anschauen, ob die beiden Objekte eventuell Unterschiede haben das gleiche Objekt aus verschiedenen Systemen. Das heißt, man kann es auch systemübergreifend machen, man kann dann einfach nochmal überprüfen, ob es eventuell Unterschiede gibt. Genau, die Namenskonvention. Wir können einfach Namenskonventionen definieren. Das heißt, wir können hier beispielsweise an der ersten Stelle sagen, es ist ein Z. Meine Designstudio-Objekte fangen alle mit Z an, können dann die Analyse starten und sehen dann alle Objekte, die nicht diesem Namensraum entsprechen. Da können wir auch, das ist jetzt ein einfaches Beispiel mit so einer Standard-Rule, wir können auch eine Expertenregel verwenden, mit der wir im Endeffekt dann nochmal bessere Regeln definieren können und noch mehr variieren können. Dann noch kurz HANA, das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch hier die Namenskonvention zu überprüfen, beispielsweise von Rollen, werden jetzt alle Rollen angezeigt, die nicht diesem Namensraum entsprechen, die nicht mit ABAP anfangen.
Und genau das kann ich dann hier machen. Ich kann mir auch hier den Aufbau anzeigen lassen von den Objekten, von den Calculation Views beispielsweise. Ich kann die Multilevel Usage of Roles Analyse durchführen. Das heißt, ich kann zum Beispiel diese links diese drei Rollen mir auswählen und kann dann mir einen schnellen Überblick verschaffen, welche Rollen in anderen verwendet werden, und kann dadurch einfach auch nochmal die Administration und das Rollenmanagement in HANA optimieren, weil ich einfach die Möglichkeit habe, redundante Rollenverteilung zu finden. Genau, und die Where Used ist auch möglich im Endeffekt, wo beispielsweise jetzt in dem Fall ja dieses Objekt, dieses Calculation, ich glaube, das ist ein Calculation View, verwendet wird in anderen Objekten, in anderen HANA-Objekten. Gut, da wir jetzt noch 2 Minuten haben, würde ich jetzt zum Ende kommen. Nochmal ganz kurz ein kleiner Überblick. Das heißt, wir haben vorab uns solch ein Szenario definiert. Wir haben uns ja ein Szenario erstellt, das heißt Template nochmal geklont, und haben dann verschiedene Kapitel hinzugefügt beziehungsweise Regeln hinzugefügt. Wir haben dann anschließend Analysen durchgeführt, Housekeeping-Analysen, um Objekte zu identifizieren, die irrelevant sind in unserem System, die unnötig Speicherplatz verbrauchen, die der Performance schaden, und haben diese anschließend nochmal wirklich die Abhängigkeiten geprüft, haben sie kommentiert und haben sie dann auch dem Szenario zugewiesen. Wir haben dann, als wir durch waren mit diesem kleinen Housekeeping-Projekt, haben wir dieses Szenario exportiert, und dieses Szenario kann dann im Endeffekt, dieses Dokument kann im Endeffekt dann als Basis, als Grundlage verwendet werden, um in SAP die Cleanups durchzuführen. Genau. Ein weiterer Punkt, wir haben einen Housekeeping-Artikel in unserer Knowledge Base, das habe ich hier unten nochmal verlinkt. Da können Sie gerne sich nochmal auch ein bisschen was durchlesen, wenn Sie noch mehr erfahren möchten, das ist dann auch hier verlinkt. Genau, wenn Sie im Endeffekt sagen, da waren ein paar ziemlich spannende Punkte dabei und vielleicht wurden ein paar Module vorgestellt, die wir noch nicht besitzen, die wir noch nicht lizenziert haben, dann können Sie uns jederzeit gerne anschreiben. Wir können Ihnen sehr gerne ein individuelles Webinar, eine Websession nochmal anbieten, in dem wir nochmal auf Ihre Probleme eingehen, auf Ihre, Dinge, wo wir Sie unterstützen können mit dem DokuPerformer. Sie können eine 60-Tage-Testversion anfordern für bestimmte Module, das ist möglich. Und ja, vor Ort präsentieren wir natürlich auch nochmal sehr gerne den DokuPerformer und die Funktionalitäten. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir Sie nochmal wiedersehen bei zukünftigen Webinaren. Auf Wiedersehen, tschüss!